14.000 Straßenkilometer sind es wohl, vom Teutoburger Wald bis zum Kap der Guten Hoffnung. Den größten Teil dieser Strecke haben zwei Bielefelder Fußballfans bereits geschafft. In diesem 37 Jahre alten Feuerwehrauto. Via Türkei und Syrien, Ägypten und Sudan. Wir wollen Ronny und Manuel heute ein Stück Wegs durch Kenia begleiten, Richtung tansanische Grenze. Wenn Sie wollen, fahren Sie einfach mit. Gebt mal Gas, Jungs. Und Blaulicht. Bisher war dieser Einsatzwagen in Uchte im Landkreis Nienburg unterwegs. Für ein paar tausend Euro haben Manuel Eisbrenner und Ronny Pörschke ihn gekauft. Als Arminia-Fan ist der zwar ziemlich fußballverrückt, aber die WM ist nicht sein Ein und Alles. Wir wollen auch ein paar Spiele sehen, aber wir wollten die Tour ohnehin schon machen. Wir hatten sie länger im Kopf und dann kam es halt, dass die WM in Südafrika ist. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir. Nutzen wir die Gelegenheit. Und wir haben auch von uns aus dem Dorf Neunkirchen haben wir ein paar Spenden gekriegt, die wir in Südafrika in der Nähe von Durban an eine Partnergemeinde abgeben. Bis dahin sind es noch geschätzte 4000 Kilometer. Für den Heilpädagogen Manuel ist der rote Oldtimer ein besonderer Glücksgriff. Die Feuerwehr, gerade die Freiwillige Feuerwehr, fährt, glaube ich, mehr zur Waschstraße als wirklich zu Einsätzen. Von daher wenig Kilometer, gut gepflegt. Wir haben Spaß dran. 7,5 Tonnen bringt das allradgetriebene Löschgruppenfahrzeug auf die Straße. Der Verbrauch von 20 Litern Diesel ist erträglich. Zwischenstopp in Dagoretti, einer Vorstadt von Nairobi. Besorgungen sind angesagt. Ja, lass mal was einkaufen. Ne? Dieser rustikale Supermarkt gehört schon zu den Konsumtempeln auf ihrer Reise. Vor allem im Sudan oder Äthiopien haben sie von solch einer Warenfülle tagelang nur geträumt. Von der Wand grüßt Kenias Staatspräsident. Und dann gibt es für die weitgereisten Kunden auch noch einen Abschiedstee. Oder so etwas Ähnliches. Schmeckt wie warme Milch mit ein bisschen schwarzem Tee, aber ist lecker. Stilechter Abschied. Der Barde wird wohl noch lange von den beiden Wasungu in ihrem verrückten Auto singen. Richtung Maasailand fährt der Rote wieder gutmütig über Stock und Stein. Exotik pur. Nicht alle Tage kriegt die örtliche Damenwelt so eine tätowierte Männerwade zu sehen. Und Brauenpiercings auch nicht. Allerdings, sagt die Maasai-Frau, ein paar junge Krieger in der Nähe hätten sowas auch schon. Die Riesenlöcher in den Ohrläppchen würden denen wohl nicht mehr reichen. Mit ein bisschen Seife kriegt Maschinenbauer Ronny dann auch noch das nötige Lokalkolorit verpasst. Der müsste halten bis zur Ankunft in Südafrika. Richtung tansanische Grenze ist Thea noch die Ausnahme. Man rumpelt oft über buckelige Pisten. Mit sowas, was wir zurzeit befahren, schlagen wir uns nahezu täglich rum. Also das ist für afrikanische Verhältnisse ist das eine ja doch ausreichend befahrbare Straße. Es gibt Schlimmeres. Besonders schlimm war es in Nordkenia. Hier machte der Rote trotzdem eine tolle Figur. Im Vergleich mit anderen Fahrzeugen. Selbst gedrehte Souvenirs. Der Rote, dieses wunderbar nostalgische Feuerwehrauto, ist nicht nur rollender Untersatz auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist auch so eine Art Schreibbüro für Ronny. Der sitzt hier auf der Rückbank und verfasst einen Blog. Wie kommt er denn an in Deutschland? Ja, der Blog kommt ganz gut an. Viele Leute lesen ihn. Wir haben im Grunde so 300 bis 500 Zugriffe am Tag. Das ist schon ganz ordentlich. Da kann man nicht meckern. Nein. downtocapetown.blogspot.com ist die Adresse. Karten für die Fußballspiele haben sie noch keine. Aber eigentlich ist ja auch der Weg ihr Ziel und solche Ausblicke. Da vorne lacht der Kilimanjaro, der höchste Berg Afrikas. Die Landmarke zwischen Kairo und Kapstadt. Kurz
Kurz vor der tansanischen Grenze wird die Spritzenwagentour dann zur waschechten Safari. Es geht mitten durch Elefantenherden. Manuel sitzt fasziniert hinterm Lenkrad und Ronny oben ist Feuer und Flamme. Beileibe nicht nur wegen der tierischen, sondern vor allem wegen der menschlichen Begegnungen bisher. Wir haben also nicht eine gefährliche Situation gehabt. Also das ist eher im Gegenteil. Man wird eingeladen. Alle Leute freuen sich, winken, sind freundlich. Da rollt er hin, der Rote, immer weiter Richtung Südafrika. Ich drücke Ronny und Manuel natürlich beide Daumen, dass sie es rechtzeitig schaffen, bis zum Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft. Und wünsche beiden weiterhin eine gute Reise. In Ostafrika sagt man dazu Safari Njema.